Ja, auch du siehst, wie Perjin als Krieger aus Maraskan dafür sorgt, dass die Maraskaner ihren Ruf bekommen. Sie werden alle ins nächste Leben wohl geschickt. Pryodur, der auch der so ein bisschen Kopfschüttel da steht, Tau, der hinter dir den Angriff einfach nur noch abgebrochen hat. Ein Massaker, was Kasimir angerichtet hat. Die Delgil-Piraten sind kampfunfähig. Leiden, wimmern, halten sie ihre abgesprengten Finger, ihre Bauchwunden, die Splitter, die in ihrem Körper stecken, Geron. Den Zauber brauche ich auch als freie Aktion. Und dann nicht gemütlich, aber auch nicht rennend bewege ich mich nach vorne, um eventuell den Rückzug decken zu können. Kasim, du schaust auf deinen Finger, auf deinen Stab und siehst, wie die Eislanze zwar auch im Inneren des Turms explodiert ist, doch ebenso deine Hand ist unterkühlt, blau angelaufen, fast schwarz gefroren. Ob du deine Hand noch benutzen kannst? Würfel deinen Schaden. Habe ich, das war die 4, habe ich abgezogen. Deine Hand pocht. Das kann Tau auch sehen, dass tatsächlich der Stab in dem Moment, wo die Explosion losgegangen ist, selbst wohl unglaublich kalt geworden ist und angefangen hat zu dampfen. Musste das sein? Sie stehen mit dem im Bunde, was den grauen Mann vernichtet hat. Der graue Mann. Wie wollt ihr Lange weiter Geschichte. reagieren? Wollt ihr Pergin davon abhalten, weiter Mord zu verbreiten? Oder wollt ihr mitmachen? Pergin! Pergin, lasst ab! Sie haben genug gelitten, denke ich. Wir brauchen einen lebend. Bruder, Schwester, wie ihr es wollt, gehe ich zum nächsten und stech zu. Und das mache ich, bis nur noch einer, Halt der für einen! mich am Lasst ab! für mich am ja, gesundesten aussieht, den lasse ich am Leben. Den Rest steche ich ab. Nein, wenn er nichts weiß, lass von mir leben. Bitte. Was wollen die anderen tun, wenn Per-Gene ein Beten. Massaker anrichtet? Ich will ihn da hindern. Ja, ich würde auch hinrennen und ihn davon versuchen abzuhalten. Ja, so könnt ihr Per-Gene erreichen, steckt gerade sein Speer in den dritten Körper, vier sind noch übrig. Lasst ab von eurer Rache! Wo das Recht nicht hilft, wird das Unrecht gewiss nicht helfen. Das ist doch keine Rache, Bruder, Schwester. Sie werden doch wiedergeboren. Ihr ermordet Personen. Sei es nun dieses Gelumpe, aber Ja, siehst das du, könnt wir ihr nicht sollen sie tun. töten. Sie stehen mit dem im Bunde, das Ihr den grauen besitzt Mann kein Recht, vernichtet dies zu hat. tun. Aber sie zu töten ist auch Aber keine natürlich Lösung. besitze ich das. Natürlich habe ich das Recht, sie Nur zu töten. Praios hat das Recht. Buron hat das Recht, Ich das gehe zum Leben zu nächsten und töte nehmen. ihn. Ich werde dies nicht zulassen, dass ihr dieses Gelumpe tötet. Sie werden angeklagt und gerichtet werden. Dies ist Praios Villa. Seht ihr nicht, die sind so verletzt, die werden so oder so sterben. Schweige, Nein, die Schwester. werden überleben. Scheiße, nein, wir leben, uns geht's gut. Oh, mein Finger. Peregrin, lasst ab jetzt. Ich gehe Es zum ist nächsten genug. und gucke ihn Let's mir see. genauer jetzt an. Weizer, Scheiße. Ohne irgendwas zu tun, ich gucke ihn mir genauer Du an. Arschloch. Ich Ja, habe doch gar nichts getan, grauer Geselle. Bruder, Schwester. Bitte, euer Gnaden, helft uns. Der ist wahnsinnig. Schweigt. Was wisst ihr? Wir erzählen euch alles, wir erzählen euch alles. Na, dann lasst mal Dann hören, sind wir Bruder, im Schwester. Geschäft. Einige Zeit später. Tau kann die Flusspiraten, die Dergelhaie, verarzten, nachdem Perjin davon abgelassen hat. Wie es wohl weitergeht, wie Pryodur Gericht halten wird mit Perjin, das ist eine Frage, die ihr selber diskutieren müsst. Die Dergelhaie derweil erzählen euch, dass es ein Bündnis gibt aus den Piraten. Die Aaskrähen haben sich verbündet mit den Dergelhaien und gemeinsam haben sie doch eine etwas stärkere Allianz gebildet, dadurch, dass vor kurzer Zeit der graue Mann verschwunden ist, der Flussgeist vom Dergel, ist wohl Ruhe in den Dergel eingekehrt und man kann ihn wieder mit kleineren Booten befahren, auch mit zahlreichen Otters, die ihm mittlerweile zur Verfügung stehen.
Und so haben sie vor einiger Zeit die Feste Sündenhardt angegriffen und mittlerweile auch erobert. Damit ist dieser Übergang für euch nicht mehr passierbar. Oret und Ochsenweide ist abgeschnitten voneinander und eine Festung der Dergelhaie und der Flusspiraten der Aasgren zu überfallen, die mit mächtiger Zaubermacht das Ganze halten, mag eine andere Aufgabe sein für spätere Zeiten, für viele, viele Helden. Aber sie erzählen euch zumindest von diesem Bündnis. Von Skirre Skerrasand, die mit dem Zauberkönig Mordor einen Bund geschlossen hat, der ihn den Grauen Mann abgenommen hat. Mittlerweile selbst ist er wohl verschwunden, hat kein Interesse mehr an weder den Torwaler noch an dem Grauen Mann, aber dieser ist vernichtet. So sitzt ihr nach ungefähr einer Stunde im Inneren des Turmes und beratschlagt, wie es weitergeht. Ich würde erstmal meinen Speer säubern, weil Rot kann da nicht dran sein. Also, mit denen habt ihr kurzen Prozess gemacht, Kasim. Er zuckt mit der Schulter. Ihr habt doch gesagt, dass wir die töten sollen. Ja, aber wenn sie sich ergeben, müssen wir sie nicht töten. Ergin, wenn Bruder Boron das Leben nimmt, dann nimmt er es und nicht ihr. Es war unnötig. Es spielt keine Rolle mehr. Sehe ich auch diese so, Festung. Bruder, Schwester, Kasim. Diese Festung ist jetzt das Problem. Die wird irgendwie wilde, immer schlimmer. Die Wilde Hatz war ein Schauspiel, auch das habt ihr natürlich erfahren, was vor allem die Aaskrähen in Kombination mit Skirre Skerrasand wohl veranstaltet haben. Die Flusspiraten, die Dergelhaie, haben natürlich mitgemacht nach diesem Bündnis und zusammen wollte man tatsächlich wohl das Umland terrorisieren, zahlreiche Überlebende zurücklassen und das Gerücht von den Dämonen am Dergel streuen, sodass man auch nicht auf die Jagd nach Torwalern geht, denn Dämonen rennt niemand hinterher, es sei denn, man ist wahnsinnig. Die Eisfußspuren entstammen kleinen Artefakten. Wohl hat man diese Schildkrötenschuppen verzaubert, die dann an dem sechsten bzw. an dem fünften Bein der Pferde angebracht für Chaos sorgen sollen. Tja, wie wird man dieser Festung am ehesten Herr? Nun, wir brauchen Truppen. Truppen, ja, das ist richtig. Wir brauchen eine Menge Unterstützung, selbst mit eurer unschlagbaren Kampfkraft, Kasim. Ihr habt die Explosion gesehen. Die kann in eine Heerlinie eine Bresche schlagen. Leute, die eng beisammenstehen, ausschalten. Aber bei einer Eroberung ist sie nicht effektiv. Sie kostet zu viel Kraft. Und selbst wenn ich den Zauberspeicher meines Stabes ausschließlich damit ausstaffieren würde, würde die fortwährende Benutzung mich doch umbringen. Nun, wo kriegen wir auf die schnelle Unterstützung her? Ich denke nicht, dass wir zu sechst eine Festung erobern können, selbst wenn wir alle bei vollsten Kräften wären. Also das erste wäre noch mal ein Kruger zurück, oder? Möchtet ihr, dass sich vielleicht auch andere Maraskaner herholen, die helfen möchten? Nicht um die Ecke. Ich glaube, einer ist erstmal genug. Von theoretisch haben wir hier auch noch drei weitere Leute, die helfen wollen, die Situation zu lösen. Ey, scheiße, wir tun alles, nur lasst uns am Leben. Habt ihr? Alle? Wo ist eure restlichen Truppen? Alle in Sündenhardt. Sind aufgebrochen, nachdem wir diesen Markt überfallen haben. Südfelder ist kaputt, Ulen macht Morstich, Lehnhof, Morstich, also Morsch. Wir haben hier nichts mehr. Alles überfallen. Wie viel Mann sind in dieser Festung? Ich glaube 60. 10 für jeden von uns. Bruder, Schwester. Und ihr habt in den ganzen Dörfern immer die unschuldigen Bauern getötet?
Ey, scheiße, nein, das war ich nicht. Das war der Kommandant. Das ist der da drüben. Wir nicht, nee, nee. Das ist natürlich auch spitze, dass du den Kommandanten abgestochen hast. Ich bin noch ganz neu dabei. Ich hab noch niemanden gedrillt. Nein, dich meine ich nicht. Woher sollte ich wissen, dass er der Kommandant ist? Ey, ich schwör, der war halt einfach am nächsten dran. Und in meiner Ausbildung hieß es, greife den, der dir am nächsten dran ist, am besten an. Und das hilftest du Wehrlose? Es sind Feinde. Sie sind wehrlos. Und Bruder, Schwester, sie werden doch wieder neu geboren. Der ist wahnsinnig. Man muss sie auch nicht früher zu Zar zurückschicken als notwendig. Ich würde mal zu einem hingehen und ihm ein bisschen ins Ohr flüstern. Da hast du recht. Ich habe gesehen, wie er von einem deiner Brüder, die gefallen sind, die Ohren abgeschnitten hat und sie sich dann um den Hals gehängt hat und dabei gelacht. Er wartet nur, bis du schläfst. Dann würde er sich auch von dir Körperteile nehmen, abschneiden, als Schmuck tragen. Als Erinnerung, was für ein Schwächling du warst. Und dann gehe ich wieder weg. Ich werde auch ein bisschen jetzt auf die Leute wieder zugehen. Bruder, Schwester. Wie weit ist es denn bis zur Festung? Ich kenne mich hier nicht aus. Weiß ich nicht, 10 Meilen? Das ist ja ganz in der Nähe. Draußen sind Boote, die könnt ihr nehmen. Direkt zwischen Horrid und Oxweide, Mann. Oh, ihr schenkt uns die Boote, das ist aber nett, Bruder, Schwester. Können wir uns darauf einigen, nicht die Boote zu nehmen? Und den warum Landweg nicht? Ich denke auch, dass wir nicht gerade eine Festung angreifen sollten. Also der Kampf gegen die Leute verlief glimpflich, aber vielleicht auch nur, weil die Götter mit uns waren. Wir müssen uns vorbereiten. Kräfte sammeln. Bruder, Schwester. Habt ihr hier noch irgendwie Beute aus eurem Überfällen? Ihr könnt alles haben, es liegt ja alles rum, eher in den Kisten. Dann würde ich mal aufgehen. Jetzt geht das wieder los. Dörfern helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Kasim kniet sich mal vor einem von denen ab. Ihr habt von Magiern gesprochen, die auf der Festung sind. Was für Magier sind das? Was tun die? Wo kommen die her? Ich kenne mich da nicht aus. Wir sind dergelei, wir haben keine Magier. Aber auf der Festung sind welche, von den Aaskrähen. Von den Aaskrähen, ja, genau. Ich muss unseren Kommandanten zaubern, was? Sind das Nekromanten? Weiß ich nicht. Aber sie sind alle Torwaller, oder was? Alles Torwaller, ja. Die haben so eine Tätowierung. Torwaller, die haben gute Elementaristen. Wenn einer von denen übergelaufen ist, könnte das aus sehr vielen Gründen sehr schlecht für uns sein. Wir haben einen Zwafnir-Priester. Der ist mir scheißegal. Gut. Man guckt sich die mal an. Die werden wahrscheinlich die drei Wunden, die sie haben, komplett über den Körper verteilt haben, oder? Ja, also das ist dann auch Eisschaden. Also für bestimmte Anzahl an Eis kriegst du auch permanente Wunden. Dann irgendwie Erfrierung und so ein Blödsinn. Also die haben... Ja, verschiedenste Wunden im ganzen Körper, klar. Kollegos Tau? Ja? Kommen Sie durch? Kommen Sie durch? Die kommen durch, ja. Also, tut scheiße weh, dauert lange, aber denen fehlen dann irgendwie hier und da Finger und irgendwelche... Der Schmerz wird ihnen gut tun, aber sie werden durchkommen. Gut. Ich denke, wir sollten sie dennoch ein wenig verbinden und pflegen. Sie können uns doch nützliche Informationen bestimmt geben zu dieser Burg. Ich durchsuche mal dieses Lager und suche mir Verbandszeug und dürfte dich zusammen. Ich würde ihm helfen auch. Was bei mir ein bisschen grotesk aussieht, weil ich immer noch als Dämonenmann verkleidet bin.
Ja, Geron hat ja sehr schnell seine Rüstung wieder ausgezogen, nachdem der Kampf vorbei war. Ich würde einmal schauen, wohin die Treppe nach oben führt. Dann führt da eine Treppe nach oben, oder? Ja, in den Rest der Ruine. Also da ist nicht mehr viel zu holen, da sind auch keine Vorräte, keine weiteren Dergelhaie, also da ist alles leer. Verfallen, du siehst auch, wie einige Steine nachgeben, wenn du dann die Treppe hochgehst, je nachdem wie weit, also alles Ruine. Und dann würde ich wieder runtergehen. Hier oben scheint nicht zu sein. Ich würde gerne mal zu den Pferden gehen und mir da diese extra Beine angucken. Ja, ist wie gesagt eine Sattelkonstruktion, die dann direkt darunter hängt. Kann man für sein eigenes Pferd benutzen. Ich meine, hier stehen auch welche, die sind zurzeit herrenlos. Die haben zwar also die sind gebrandet. Da müsste man sich sicherlich dann von irgendeinem Baron dann Thema Viehdiebstahl anhören, wenn man die Papiere nicht nachweisen kann. Aber man kann die erstmal benutzen. Euer Gnaden. Ich werde mit der Sattelkonstruktion zu den Flussräubern wieder hinlaufen. Bruder, Schwester, wie konnte es sein, dass da Eis dran war? Da habe ich nichts mehr zu tun. Das war Askren-Magie. Vermutlich ein Elementarist, der auf ihrer Seite steht. Also, Vielleicht aus Olport. Vielleicht. Bruder, Schwester, das geht nicht, wenn ich das einfach auf meinem Pferd satteln würde und dann hätte das Eis unter den Füßen. keine Ahnung. Damit kenne ich mich nicht Warum? aus. Es Ist, spielt jetzt glaube ich, auch auch keine Rolle. unangenehm für die Tiere, denke ich. Euer Gnaden. Ich würde jetzt noch mit der Sattelkonstruktion zu Geron gehen. Bruder, Schwester, hier ist die Sattelkonstruktion und halt die Ach, Hand auf. vielen Dank. Ich krame ein wenig heraus und reiche dir dann dein wohlverdientes Goldstück. Danke, Bruder, Schwester. Nun, Cousin, was wollt ihr von mir? Könnt ihr sie auf Paktmale untersuchen? Die gleißende Natürlich. Sonne wird recht sprechen über sie. Wenn sie Paktiere sind, fürchte ich allerdings, dass ich sie hier und jetzt exekutieren muss. Das werdet ihr nicht tun. Nur Praios kann sie richten. Sie müssen vor ein ordentliches Kirchengericht kommen. Dort werden sie gerichtet, nicht von eurer Hand. Dies ist nicht eure Selbstgerechtigkeit. Dies liegt in Praios Hand. Dann untersucht sie auf Paktmale. Wenn sie keine haben, ist mir egal, was mit ihnen passiert. Wenn sie Wir welche werden haben, dann werde ich sie nicht zur von eurer Gerichtsbank. Hand, ihr werdet nicht von eurer Hand gerichtet werden. Habt ihr das verstanden? Dann werde ich sie Aber zu diesem Bruder, Gericht Schwester, begleiten, bis sie tot sind. aber Das könnte Bruder, ganz Schwester, meine Cassim hat Pflicht. doch recht. Wenn es Paktierer sind, die müssen sterben. Das ist nicht eure Aufgabe, über sie zu richten. Sie müssen sterben, wenn sie Paktierer sind. Ihr habt recht, Ihre Seele zu retten. Wir sind kein Paktierer. Aber wenn, Weiß dann nicht mal, muss wie es das geht. hier. Sie haben auf Effert geschworen. Ja, und bei Wie? Auch Zahman aufs und bei Waffen hier. Travia, bei allen, Mann. Sie werden gerichtet werden. Vor einem ordentlichen Gericht. Das schwöre ich bei Preis. So könnt ihr die Paktierer, die Dergelpiraten untersuchen. Sie haben zwar einen Minderpakt, haben sich Effort versündigt, aber keinen Vollpakt geschlossen. Man kann sie also sicherlich mit genug Bußquesten versehen, wieder auf die Gesellschaft loslassen oder aber in den Gefängnissen in den Steinbrüchen lassen. Ihr könnt wieder gemeinsam durch den Sumpf aufbrechen, erst in Richtung des Marktes Lehnhof und dann in Richtung Horeth. Dort erreicht euch ein Bote, ein Bailunker Reiter, der Nachricht für Travigo hat, die so gar nichts mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Queste zu tun hat. Für mich? Vor kurzem aufgegeben. Ich bin direkt hierher geritten. Man sagte mir, dass ihr wohl die Silberstraße entlang geritten seid. Aus St. Priolan komme ich. Oh, das. Nun, dann werde ich mir das wohl mal umgehend anschauen müssen, wenn ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Nun, ich hoffe, das sind gute Nachrichten. Wie wird mit euch? Dank euch. Ja, dann breche ich mal
das Siegel, nachdem ich mir das angeschaut habe. Und würde das lesen, laut vorlesen, was da steht, weil ich habe keine Geheimnisse von meinen Freunden. Bayodo, du erkennst das Siegel. Gegeben von Huldrych von Donnerhall, deinem ehemaligen Vorsteher. Es ist echt. Es ist gesiegelt. Ich lese das jetzt vor, oder? Natürlich, lese bitte. An den Ritter Travico von Bandett, das bin ich. Ritter schon zum Schutze von Herr Heim und Herdfeuer zur Mahnung an die Blutnacht zu Romulus, vormals geheißen Emserich Derpel. Das ist tatsächlich mein gebürtiger Name. Wir pflegten nur kurz Kontakt, doch ich habe einiges über euch in Erfahrung bringen können. Als Held von Binsböckel besiegtet ihr den Ghoulfürsten und kam dann in meine Baronie Dergelsmund. Da mein Lebensmut mich seit dem Tode meines besten Freundes Wolfrat von Rabenmut verlassen hat, habe ich meinen Funken gerne der Priorskirche gegeben. Ich hoffe, dass euer alchemistisches Ritual funktioniert und ihr die Quanionsqueste beginnen könnt. Gleichwohl bin ich kinderlos und mich plagt seit langem die Suche nach einem Erben. So ihr die Bürde auf euch nehmt, würde ich euch gerne zum Baron von Dergelsmund berufen. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um in euch zu gehen und besprecht diese Dinge mit meiner Vögtin. Sie ist angewiesen, um mit euch zu disputieren, so ihr Aufwartung macht. Ich hoffe, dass ihr als Held annehmt und mir die Ehre erweist. Mit den besten Grüßen, Baron Wulfbrand von Rosshagen, gesiegelt und gestempelt im Rondra 1031 nach Bosparans Fall, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und im Beisein des Sonnenschauers Huldrych von Donnerhall.